Herzlich willkommen. Wir stehen hier vor der Galerie der 4Ks. Ich bin Ihr Guide Joran Moos-Meerholz und ich möchte Ihnen in einem kleinen Rundgang eine neue Perspektive auf die Bedeutung der 4Ks vorstellen. Das 4K-Modell des Lernens umfasst 4 Kompetenzen, die für Arbeiten und Lernen im 21. Jahrhundert an Bedeutung gewonnen haben. Die 4Ks, das sind Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration. Die 4Ks sind Anfang des Jahrhunderts in den USA entworfen worden, und zwar als Baustein eines größeren Rahmenmodells für Lernen im 21. Jahrhundert. Die 4Ks sind in diesem Modell eine Komponente unter anderen, die als Learning and Innovation Skills bezeichnet wird. Darunter werden Kompetenzen verstanden, die in den Arbeits- und Lebenswelten des 21. Jahrhunderts benötigt werden, um mit der zunehmenden Komplexität zurechtzukommen und diese auch gestalten zu können. Im Original sind es nicht 4Ks, sondern 4Cs, nämlich Creativity, Critical Thinking, Communication und Collaboration. Damit man im Deutschen auch 4 gleiche Anfangsbuchstaben hat, hat man Collaboration nicht etwa als Zusammenarbeit übersetzt, sondern als Kollaboration. Inzwischen gibt es einige ausführliche Beschreibungen, was die 4Ks und ihren Kontext ausmachen. In der Galerie der 4Ks möchte ich Ihnen eine ganz einfache, basale Interpretation der 4Ks als zusätzliche Perspektive auf das Thema vorstellen. Wir werden uns die 4Ks aus 4 unterschiedlichen Perspektiven anschauen, also jedes K auf 4 Touren wieder treffen. Wir beginnen mit verbreiteten Missverständnissen bei dem, was sich Menschen unter den 4K-Kompetenzen vorstellen, wenn sie die Begriffe hören oder lesen. Bei Kreativität denken Menschen an bahnbrechende Erfindungen, wegweisende Entdeckungen oder brillante Kunst. Begriffe wie Kreativität und eng damit verbunden Innovation werden mit Genialität und außerordentlicher Intelligenz in Verbindung gebracht. Wir assoziieren damit Gedanken, die noch nie zuvor jemand gedacht hat, Ideen, die die Welt noch nicht gekannt hat. Wenn Menschen kritisches Denken hören, verbinden sie den Begriff im Alltag mit Kritik üben, etwas problematisieren oder einfach nur Dinge nicht gut finden. Man denkt, es gehe darum, nicht mit dem Strom zu schwimmen und eine starke eigene Meinung zu haben. Beim Begriff Kollaboration oder Zusammenarbeit entstehen häufig Bilder wie bei einem Puzzle. Jede und jeder, die daran beteiligt sind, tragen einen Baustein zu einem großen Ganzen bei. Und wenn Menschen Kommunikation als Kompetenz für das 21. Jahrhundert hören, dann denken sie, es gehe darum, mein Smartphone bedienen oder seriöse Quellen von Nonsens unterscheiden zu können. Soweit einige Bilder, die im Alltag bei den Begriffen Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration entstehen. Wie gesagt, es gibt inzwischen viele und ausführliche Überlegungen, was tatsächlich mit diesen Konzepten gemeint ist. Hier kommt eine zusätzliche Perspektive auf die 4Ks, genauer gesagt 3 zusätzliche Perspektiven. Was bedeuten die 4Ks, wenn ich sie für meinen Kopf, für mein Denken anwende? Der erste Unterschied besteht dann darin, dass man zuerst auf das Individuum schaut, also auf einen Menschen, der für sich individuell und konkret lebt, lernt und arbeitet. Wenn man diese Perspektive auf das erste K, Kreativität, an, dann bedeutet Kreativität nicht, dass ich etwas denken kann, was nie zuvor jemand gedacht hat. Es geht vielmehr darum, dass ich etwas denken kann, was ich selbst zuvor nicht gedacht habe. Das theoretische Gegenteil von Kreativität beim Denken wäre dann, dass ich in meinem Denken nur das mir Bekannte wiederdenken kann. Kreativität bedeutet in diesem Sinne also Neues denken können, sicher nicht neu für die ganze Welt, sondern neu für mich, für meinen Kopf. Gerade in Bezug auf das Lernen ist das wichtig. Es macht für mich keinen Unterschied, ob ich etwas denke, was schon Milliarden Menschen vor mir gedacht hatten. Es kommt darauf an, dass es für mich selbst neu ist. Das muss auch keine weltbewegende Entdeckung sein. Es kann ein neuer Blickwinkel, ein neuer Ansatz sein, der für mich und für meinen Kopf vorher nicht existierte. Schauen wir auf das zweite K, das kritische Denken. Auf das Individuum bezogen heißt kritisches Denken, dass ich selbst denken kann. Das Gegenteil würde darin liegen, dass ich für mein Denken etwas übernehme, was andere gedacht haben und mir vorgegeben wurde.
Damit dieses Selbstdenken Substanz hat, braucht es aber mehr als nur eine Idee oder einen Gedanken oder gar ein gefühltes Wissen. Kritisches Denken meint vernünftiges, gesteuertes, reflektierendes Denken, bei dem ich selbst logisch und systematisch vorgehe und dabei mit Komplexität umgehen kann. Oder in den Worten von Paul und Elna bzw. deren Übersetzer Jean-Jacques Berchi: Beim kritischen Denken geht es um selbstgesteuertes, selbstdisziplinierendes, selbstüberwachtes und selbstkorrigierendes Denken. Das dritte K, Kollaboration, also Zusammenarbeit, angewendet auf den eigenen Kopf und auf das eigene Denken, bedeutet es, dass ich mit anderen gemeinsam denken kann. Das theoretische Gegenteil würde darin bestehen, dass ich nur für mich selbst denke. Es ist zwar für soziale Wesen prinzipiell unmöglich, vollkommen isoliert zu denken. In der Praxis wird allerdings sehr häufig ignoriert, dass Denken immer in Auseinandersetzung mit der Umwelt stattfindet. Und wenn dieses Denken aktiv und bewusst gemeinsam stattfindet, kann man es Kollaboration beim Denken nennen. Ganz eng damit verbunden ist Kommunikation als das vierte K. Es geht darum, das eigene Denken teilen zu können, also das mitteilen zu können, was bei mir selbst in meinem Kopf passiert und auch verstehen zu können, was im Kopf von anderen Menschen passiert. Das war ein Rundgang durch mein Verständnis der vier Ks, bei dem das Denken im Sinne von Selbstdenken im Mittelpunkt steht. Kreativität bedeutet in diesem Sinne, dass ich für mich selbst Neues denken kann. Kritisches Denken meint, dass ich selbst mein Denken gezielt steuern kann und durch Kollaboration und Kommunikation vernetze und verbinde ich mein eigenes Denken mit dem Denken von anderen Menschen. Für eine nächste Runde wechseln wir die Perspektive. Jetzt steht der Begriff Lernen im Vordergrund. Das funktioniert unabhängig vom Alter oder vom Status des Lernenden, also egal, ob wir das Lernen bei einem 15-jährigen Menschen in der Schule oder das Lernen bei einem 45-jährigen Menschen im Berufsleben in den Blick nehmen. Was bedeutet Kreativität angewandt auf das Lernen? Es geht darum, dass ich etwas für mich Neues lernen kann und nicht nur das wiedergeben kann, was ich gelernt habe. Es geht darum, dass ich weiter lernen und neu lernen kann, auch wenn Schule oder Ausbildung oder Studium oder Weiterbildung vorbei sind. Wir leben in einer Welt voller komplexer Herausforderungen, auf die wir die Lösung häufig noch nicht kennen. Deswegen ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir Neues lernen können. In Bezug auf das kritische Denken heißt Lernen vor allem, dass ich selbst lernen kann und nicht nur belehrt werde. Es geht um selbstgesteuertes, selbstdiszipliniertes, selbstüberwachtes und selbstkorrigierendes Lernen, um das Zitat von oben hier neu anzuwenden. Es reicht nicht aus, dass ich mir etwas beibringen lasse, was ich dann einfach übernehme. Im Englischen wird der Begriff Critical Thinking übrigens oft neben den Begriff Problem Solving gesetzt. Es geht also auch um die kognitive Bearbeitung von komplexen Aufgaben. Wenn ich mein Lernen reflektieren und gestalten kann, wenn ich also immer auch das Lernen lerne, dann gehört dazu die Ebene Kollaboration. Ich lerne gemeinsam mit anderen zusammen ein Lernen in Zusammenarbeit. Und dazu gehört die Fähigkeit der Kommunikation. Ich muss mein Lernen mit anderen teilen, mein Lernen mitteilen können. Zwischenfazit: Die 4Ks sind vier wichtige Fähigkeiten für das Lernen im 21. Jahrhundert. Ich muss Neues lernen und selbst lernen und Probleme lösen können, in Zusammenarbeit und durch Austausch mit anderen Menschen. Abschließend möchte ich Ihnen noch eine Perspektive auf die 4Ks durch die Brille des Arbeitens vorstellen. Zur Erinnerung, die 4Ks sind ursprünglich genau mit diesem Fokus entwickelt worden. Welche Kompetenzen sind im 21. Jahrhundert wichtig, um beim Arbeiten und im sonstigen Leben mit der zunehmenden Komplexität gut umgehen zu können? Angewandt auf das Arbeiten bedeutet Kreativität, dass ich auch Neues arbeiten kann, also Aufgaben bearbeiten kann, die ich vorher noch nicht kannte. Es braucht für das Arbeiten im 21. Jahrhundert mehr als nur die Qualifikation, bestimmtes Wissen und bestimmte Fähigkeiten anwenden zu können. Ich muss mein Können bei der Arbeit auch auf neue Fragestellungen transferieren können.
Auch hier gilt wieder, Kreativität und Innovation meinen nicht unbedingt, dass ich etwas arbeite, was die Welt vorher noch nicht gesehen hat, sondern was ich vorher noch nicht gesehen habe. Ein kurzer Exkurs. Für mich liegt genau hier der entscheidende Punkt im Kompetenzbegriff, wenn man ihn ernst nimmt. Wenn ich eine Qualifikation habe, dann kann ich mein Wissen und meine Fähigkeiten auf eine bekannte Aufgabenstellung anwenden. Wenn ich in einem Feld aber wirklich kompetent bin, dann kann ich in diesem Feld auch Aufgaben bearbeiten, die noch neu für mich sind. Schauen wir auf das kritische Denken. Auch hier können wir die Definition vom Anfang für das Arbeiten in angepasster Form anwenden und sagen, es geht um selbstgesteuertes, selbstdiszipliniertes, selbstüberwachtes und selbstkorrigierendes Arbeiten. Wenn ich kritisches Denken beherrsche, dann kann ich nicht nur das Nachmachen oder das Nacharbeiten, was andere vormachen oder vorarbeiten. Ich kann quasi selbst arbeiten. Zum Wesen des Arbeitens im 21. Jahrhundert gehört, dass ich Kollaboration beherrsche, also die Zusammenarbeit mit anderen. Es gibt kaum noch Arbeiten, in denen es nicht auf dieses Zusammenarbeiten ankommt. Umso erstaunlicher ist es vielleicht, dass Kollaboration in der formalen Bildung nur eine zweitrangige Bedeutung hat. Zum Arbeiten gehört auch das vierte K, Kommunikation. Hier bedeutet es, dass ich mein eigenes Arbeiten teilen und anderen mitteilen kann. Das ist natürlich gegenseitig. Ich muss also auch das Arbeiten der anderen verstehen können. Das sind also die vier Ks in Bezug auf Arbeiten im 21. Jahrhundert. Wenn ich die vier Ks beherrsche, kann ich auch neue Aufgaben bearbeiten, selbstständig arbeiten, wobei ich mit anderen zusammenarbeite, wofür ich über diese Arbeit kommunizieren können muss. Soweit unser Rundgang durch die Galerie der 4Ks, der Ihnen hoffentlich eine bzw. drei neue Perspektiven auf die 4Ks eröffnet hat. Natürlich sind die Perspektiven Denken und Lernen eng miteinander verwoben. Und wir leben in einer Zeit, in der auch Arbeiten und Lernen nicht mehr zwei getrennte Welten sind, sondern wir beim Arbeiten eben auch dazu lernen und im besten Fall unser Lernen an konkreten Arbeiten anwenden können. Insofern sind es zwar unterschiedliche Perspektiven, die ich Ihnen vorgestellt habe, aber es sind Perspektiven auf immer dieselben 4Ks. Und selbstverständlich gibt es viele weitere Perspektiven, die hier gar nicht Thema waren. Zusammen können diese unterschiedlichen Blickwinkel uns helfen, unser Bild von den 4Ks zu schärfen. Gleichzeitig gilt es, die 4Ks nicht nur isoliert, sondern in Kontexten des Lebens, Lernens und Arbeitens zu betrachten. Mit einer solchen angemessenen Komplexität können die 4Ks von missverständlichen Schlagworten zu hilfreichen Nordsternen werden.